Bin bereit. Wollen wir im Schloss nachholen. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Das sieht sehr nach mehr aus, wenn ich raten müsste. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Trennt nicht durch. Okay, gehen wir mal hoch. Lösung, Mann. Oh je. Das können wir mal verkaufen bei der nächsten Gelegenheit. Ein passender Umhang. Zu meinem Unterkleid. Nehme ich doch glatt. Dann sieht man das Unterkleid zwar nicht mehr, aber. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Was sagt sich bei der. Willkommen in Sanbakars Turm. Geht auf den. Hauptquests. Ah, das weg, ja. Hallo, Professor. Sagten Sie Sanbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick sie nicht begleiten kann, sehen er und ich sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Auf geht's. Ein Speicher alter Magie. Unten, nahe des Eingangs. Erstmal eine Tasse Tee trinken. Tasse Tee to go. Waren wir schon. Ah, jetzt kommen wir auch durch. Die erste Prüfung. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Nein. Ich würde hier mal. Dubioso können wir besser gebrauchen, das ist Wingardium Leviosa im Kampf.
haben wir hier wieder Wächter, die es mit uns aufnehmen wollen. Expelliarmus haben wir auf der 3. Die unlegalen Explosionszauber. 2 und. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Leviosa. Eine weitere Plattform. Nämlich Geld. Das nehme ich gern. Ein verspielter Hexerhund. Hatten wir die nicht schon mal? Aber ja. Wir werden auch definitiv Wächter kommen. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss anders sein. Hier ist eine Kiste. Trollhausmaske. Aha. Sicher. Okay, was nun? Oha. Sind wir ganz woanders hin? Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Sollte das ausweichen. Steuerung. Was? Ich bin fast tot. Aber gleich. Das war richtig knapp. Kommt mir bekannt vor. Ja. Ich muss hier hin.
Ja, jetzt Umhang. Ich mach meinen roten Umhang. Luxuriöser Umhang. Obwohl, der hat auch was. Der hat auch Stil. Den können wir das erstmal verbessern. Ich werde den hier tragen. Gab's nichts außer den Umhang? Wir müssen nur wahrscheinlich irgendwas auf den Sockel setzen. Was hat die Magie bewirkt? Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Ich brauche dich nochmal. Mehr Statuen. Das sind die gar nicht mehr für uns. Die können wir doch inzwischen ganz gut. Okay, ich schätze mal, wir müssen da rüber. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Okay, dann brauchen wir den. Oh, okay. Wollte ich nicht vor dem Führer. Oh, okay. Unten. Aha, ich beginne zu verstehen. Nicht. Das hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert. Etwas muss jetzt anders sein.
Da ist was anders, aber... Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ah! Verstehe. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Der verändert sich ziemlich. Wie kommen wir da? Ach, jetzt so. Dann sind wir schon auf der richtigen Seite. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Der Gegenstand. Aber wie kommen wir dann da hin? Kommen hier doch nicht hoch, wenn wir dann... Ah doch, weil der steht ja hier drüben, ich glaube mit A, Q, ja, holen. Ach, hops. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Können wir hier ran damit. Ganz drüben sind wir. Hat hier beinahe was von Zelda. Daran gewöhne ich mich nie. Geld. Hier kommt doch bestimmt wieder ein Wächter. Ausweichen und angreifen. Dann kommen wir mal mehr. Die kleinen hier, die sind noch gar keine. Blöd, weil man da verschiedene Abwehrmethoden mal anwenden muss. Protege und schalten wir erst die kleine aus. Das jetzt mal. Da kommen noch mehr. Bin schon ein ganzer Zauberstabmeister. Okay, dann kommen wir mal da
hier. Okay, die große Preisfrage, wie kommen wir da hoch? Hurra. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Das ist problematisch. Weil ich da eigentlich nicht mehr hochkomme. Okay. Sagte sie. Sprang wieder runter. Die Dinge auf beiden Seiten des Torbogens unterscheiden sich. Aber wie genau? Ich brauche da drüben was zum Draufspringen. Wenn ich auf einer Plattform stehe und Akio auf die andere anwende, das sollte klappen. Okay. Das war dumm. Noch mehr Wächter? Oder war es das langsam? Nee, Trinke, die ich noch nie gewusst habe einzusetzen. Keine Wächter? Du hast keine Megabraut drin. Du kannst keine Megabraut. Okay. Eine Waffe in der Brücke. Das war klar. Das gefällt mir gar nicht. Erst die Großen ausschalten. Fan soll nicht mein Problem sein. Später. Was bist du denn? Ja.
als Angriff war. Oh, Kacke. Das sollte ich unbedingt ausweichen. Ich hoffe, das sah epischer aus, als es war, weil es war ziemlich episch. Noch ein Denkarium. Erstmal holen wir uns mehr in die Zrobe. Runde Brille mit goldenem Gestell. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor.
Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Glücklicherweise Merlin. Noch mehr kristallisiertes Gestein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Da bin ich wieder. Wen haben wir denn da? Ich bin Schülerin in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Also gut. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Die Schülerin hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Sie und ihr Mentor, Professor Fig, sind nicht nur vor Sandbakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm... Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Warten Sie, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor Isadora... die Hexe aus dem letzten Denkarium Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erstmal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne da jemanden. Ich habe Serona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Meine Hausaufgaben. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich halte die Augen offen.